Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile. Auch in diesem Video möchte ich euch wieder einige skurrile Gesetze vorstellen und mutmaßen, was da wohl hinterstecken könnte. Fangen wir an mit Thema 1, weg mit der Hose. Das kommt aus der Türkei und da dürfen Frauen am Arbeitsplatz keine Hose tragen. Das wird garantiert auch in der Türkei nicht so durchgesetzt sein. Ist natürlich nicht gemeint, dass sie dann nackt sind, sondern erst einmal eher so traditionell Kleid, Rock etc. pp. Und wahrscheinlich hat das mit dieser Rollenvorstellung der etwas alten zwischen Mann und Frau zu tun, vermute ich jetzt mal. Im Staat Pennsylvania in den USA dürfen Hausfrauen keinen Dreck und Staub unter den Teppich kehren. Ja, warum auch immer das nicht so gemacht werden sollte, ist erstmal fraglich. Was aber noch fraglicher ist, wer bitte möge denn dieses Gesetz überprüfen, kommt dann die Polizei, tritt die Tür ein und hebt den Teppich hoch und guckt, ob da Staub drunter ist? Und wenn ja, kann man nachweisen, dass es die Frau war, warum hat nicht eventuell der Mann denn vielleicht den Staub dahin gekehrt? In der Stadt Carrizo, im Staat New Mexico der USA, dürfen Frauen sich nur mit rasierten Beinen und Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ja, dazu brauchen wir wohl nicht mehr viel zu sagen, ne? Das Gesetz stammt garantiert von einem Mann. Es gibt auch noch ein Fluchverbot für Männer. Es stammt aus dem Staat Michigan in den USA. Und da ist Männern das Aussprechen von unanständigen, unmoralischen, obszönen, vulgären oder beleidigenden Wörtern in Gegenwart von Frauen und Kindern verboten. Das heißt, Männer untereinander, die dürfen dann durchaus schon sich ein bisschen angreifen. In der Schweiz wird eine Strafgebühr von 60 Franken erhoben, wenn ein Autobesitzer den Schlüssel im Wagen stecken lässt. Wobei man meinen müsste, dass das eigentlich schon schlimm genug ist, aber okay. Im Staat Oklahoma in den USA droht eine Haftstrafe, wenn bei Anwesenheit eines Hundes Grimassen geschnitten werden. Auch hier fragt man sich, woher das kommt. Gab es mal Hunde, die darauf seltsam reagiert haben und irgendeine Panik ausgelöst wurde? Schwer zu sagen, man weiß es nicht, man munkelt. In Griechenland kann mit Gefängnishaft bestraft werden, wer während einer Autofahrt den nackten Hintern aus dem Fenster streckt. Auch das brauchen wir, glaube ich, kaum zu erläutern. Das dürfte wahrscheinlich auch in den meisten anderen Ländern, sagen wir mal, problematisch sein. Und wenn es halt nur Erregung öffentlichen Ärgernisses ist. In der Schweiz gilt das Spülen einer Toilette als Ruhestörung, wenn das Geräusch von Nachbarn gehört und als störend empfunden werden sollte. Wird bei schlecht schallgedämmten Räumen, also zwischen 22 und 6 Uhr gespült, ist das als Ruhestörung zu werten und damit strafbar. Natürlich nur dann, wenn sich jemand gestört fühlt und damit quasi eine Anzeige erstattet. Kann man aber durchaus auch nachvollziehen, dass eventuell bei schlecht gedämmten Räumen von früher, woher das Gesetz wahrscheinlich stammt, das dann tatsächlich eventuell unangenehm war nachts. In Griechenland ist das Betreten von historischen Städten mit High Heels verboten. Da habe ich auch mal nachgeschlagen und meine Vermutung wurde bestätigt. Das liegt tatsächlich daran, weil halt mit diesen Absätzen tatsächlich die Gefahr besteht, dass die Gegend, also die Pflastersteine etc. beschädigt werden. In Deutschland wird nach § 328 Absatz 2 Nummer 3 mit 5 Jahren Haft oder Geldstrafe bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht. Das ist wahrscheinlich eher wenig verwunderlich, weil, ja, das ist nun mal keine einfache Sache. Elftens finde ich ganz spannend. Lebendes Brian. Und das stimmt tatsächlich. In NRW, in Deutschland, ist es seit 2014 verboten, am Karfreitag in der Öffentlichkeit den Film Das Leben des Brian von Monty Python auszustrahlen. Weil das gilt quasi als blasphemisch. Und an diesem christlichen Feiertag verursacht das halt Probleme. In Deutschland gilt es als Arbeitsunfall, wenn ein Arbeitnehmer aufgrund Übermüdung einschläft, dabei vom Stuhl fällt und sich verletzt. Weil man davon ausgeht, naja, wenn er überarbeitet ist und deswegen übermüdet, dann ist es natürlich arbeitsbedingt. Klar, die Frage, wenn er die ganze Nacht durchgezockt hat oder sowas, ist das dann noch ein Arbeitsunfall? Technisch gesehen, wenn es am Arbeitsplatz passiert, irgendwie schon. Daher ist das Urteil zwar ein bisschen skurril, aber eigentlich von der Gesetzeslogik her doch sehr sinnvoll. In der Stadt Cleveland, im Staat Ohio der USA, sollte das Tragen von tiefhängenden Hosen gesetzlich verboten und mit Geldbuße geahndet werden. Ob das Gesetz aber jemals verabschiedet wurde, ist nicht klar. Man kann immer nur diesen Gesetzentwurf finden. Von daher vermute ich mal, es wurde nicht wirklich verabschiedet.
auch aus den USA, der Stadt Illinois und genauer gesagt in der Stadt Champaign, darf nicht in den geöffneten Mund seines Nachbarn uriniert werden. Ja, toll. Wenn es nicht der Nachbar ist, ist es wahrscheinlich dann okay. Also manche Sachen sind ehrlich sehr skurril und fragt sich, wie kam man dazu, sowas jemals niederzuschreiben? Im altertümlichen Ägypten, das heißt nicht im heutigen Ägypten, sondern halt früher, wurde ein Arzt, dessen Patient bei einer OP starb, damit bestraft, dass ihm beide Hände abgehakt wurden. Ja, und da wäre natürlich Arzt nicht die passende Berufswahl gewesen und wäre heutzutage auch natürlich extrem schrecklich, wenn das so wäre. In der Stadt Burger oder Borger im Staat Texas der USA ist das Werfen von Gummibällen, Konfetti, Feuerwerkskörpern, Peitschen und Staubwedeln verboten. Und nein, ich habe keine Ahnung, wer sich diese verrückte Kombination an Sachen überlegt hat, weil die meisten, eigentlich haben die keinen Zusammenhang irgendwie, also wer auch immer auf die Idee kam, warum, man weiß es nicht. In der Stadt Jonesboro im Staat Georgia der USA steht das Aussprechen der Worte Oh Boy unter Strafe. Ich vermute mal, dass jemand so sehr genervt war und Rechtsmacht hatte, dass er das direkt einfach mal so durchgesetzt hat. In der Stadt Meldon, die sich in der Grafschaft Essex befindet, sowie in der gesamten Grafschaft Northumbria in den Großbritannien, ist es verboten, Würmer als Angelköder auszugraben. Das heißt, wenn sie draußen rumkriechen, darf man sie nehmen, man darf sie aber nicht ausbuddeln. Ich vermute mal zum Schutz der Tierchen. Im Staat Alaska in den USA dürfen lebende Elche weder betrunken gemacht noch aus dem Flugzeug geschubst werden. Gut, beides wären jetzt so Ideen, die der normale Mensch nicht hätte. Also was ist wohl passiert? Damals hat wohl jemand einen Elch betrunken gemacht, damit er sich nicht wehren konnte, in ein Flugzeug verfrachtet und dann rausgeschmissen und irgendeiner hat es gemerkt und fand das nicht so toll und das Gesetz wurde erlassen. Auch hier wieder nur Mutmaßungen. In der Stadt Denver, im Staat Colorado der USA, ist es verboten, Ratten zu misshandeln. Da fragt man sich natürlich, ob da Tierversuche mit Ratten eigentlich eingeschlossen sind, weil Tierversuche sind technisch gesehen ja auch eine Misshandlung. Im Staat Kalifornien in den USA dürfen zeitgleich maximal 2000 Schafe den Hollywood Boulevard hinuntergetrieben werden. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass das eher selten stattfindet. Das war vielleicht zum Zeitpunkt, wo das Gesetz mal erlassen wurde, tatsächlich so gewesen, vielleicht quasi so, als es aufkam und dann quasi das Stadtbild und der Verkehr behindert wurden. Aber heute hat das Gesetz höchstwahrscheinlich keinerlei Bedeutung mehr. Im Staat Oklahoma in den USA ist es strafbar, ein Stück aus dem Hamburger eines Fremden herauszubeißen. Gut, okay, stellt sich auch die Frage, warum? Auch hier keine Idee, wahrscheinlich teilt man dann einfach nicht gern. In Japan gibt es ein Recht auf Sonnenschein. Wie auch immer das eingeräumt werden möge, ist schwer zu sagen. Und was will man tun, wenn man nicht die Sonne scheint? Verklagt man Petrus? Wer ist derjenige, gegen das Rechtsverfahren eingeleitet wird? Ich habe keine Ahnung. Petrus ist natürlich in Japan Quatsch. Aber trotz allem stelle ich die Frage, was passiert, wenn man dieses Recht einfordert? Es ist jetzt ja nicht so, dass man gerade die Macht dazu hat. Klar, als Japan, das Land der aufgehenden Sonne sozusagen, verstehe ich das schon irgendwie auch. Aber Sinn macht das nicht. In Uruguay ist das Duellieren erlaubt, unter der Voraussetzung, dass beide Teilnehmer oder wenn es mehr sind, mehrere Teilnehmer Blutspender sind. Auch eine geniale Idee, da eine Blutspende zu kommen wahrscheinlich. In der Stadt Boston, im Staat Massachusetts der USA, darf nicht mehr als zweimal pro Monat gebadet werden. Auch hier fragt man sich, warum? Gab es Wasserknappheiten? War das ein Spargesetz, das niemals wieder zurückgenommen wurde? Tja, auch hier stellt sich dann die Frage, wird das heute noch praktiziert und umgesetzt? Ich denke jetzt mal nein. In der Stadt San Francisco, im Staat Kalifornien der USA, dürfen Autos nicht mit gebrauchter Unterwäsche geputzt werden. Also immer darauf achten, dass die Unterwäsche frisch ist. In Kanada ist es gesetzlich verboten, dass zwei Schiffe auf demselben Gewässer zeitgleich die gleiche Position haben. Witzigerweise wäre das auch physikalisch verboten. Wenn man jetzt noch die variable Höhe dazu nimmt, die bei Schiffen eine nicht allzu wichtige Rolle spielt, wäre es sowieso nur dann möglich, wenn man die übereinander stapeln würde. Das halte ich doch für eher unpraktisch.
Im Staat Arizona in den USA ist Piloten das Gurgeln während des Fliegens verboten. Wahrscheinlich, weil die Passagiere sonst Angst bekommen. Im Staat Virginia in den USA ist Sex nur im Dunkeln und nur in der Missionarstellung erlaubt. Also an alle Leute, die gerne etwas abwechseln wollen, der Staat Virginia ist hier nichts für euch. Und last but not least, im Staat Indiana in den USA gilt ein volljähriger Mann bereits als sexueller Vergewaltiger von Minderjährigen, wenn er eine Frau als Beifahrerin hat, die unter 17 Jahre alt ist, sofern diese keine Socken und keine Schuhe trägt. Das genügt schon, um da hier als Vergewaltiger abgestempelt zu werden. Ja, und damit sind wir auch am Ende von diesem Video angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren ja wieder ein paar echt kuriose Dinge dabei. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wiedersehen. Und bis dahin sage ich euch Dankeschön, vergesst nicht zu abonnieren, habt noch Spaß und tschüss!